als ob wir ihn angegriffen haben. Und hier so ein bisschen die Weiten erkunden und gelegentlich Pokémon fangen. Wenn das auf dem Boden glitzert, findet man auch Items. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Hier sind einige Trainer. Doch vorher höre ich hier noch was. Ich höre etwas ganz, ganz deutlich. Etwas glitzern. Ein weiteres Terra-Kristall-Battle. Oh ja. Würde ich mal sagen, wir gehen zu den Pokémon-Boxen und nehmen unser spezielles Pikachu raus. Und tauschen uns mal mit Enno durch. Ach, das ist ziemlich schwach. Wisst ihr was? Ich lasse es. Ich level das irgendwann hoch mit den ganzen EP-Bonbons, weil es ein besonderes Pokémon ist. Und jetzt gehen wir da rein. Und machen das kurz auf Cam. Obwohl, nee. Nee, diesen Kampf zeige ich euch tatsächlich. Ihr habt den letzten Part schon eingesehen. Da machen wir diesen Part auch ein. Also bis gleich. Yeah! Da sind wir alle. Es ist der Knilz. Und meine erste Attacke ist mal ein Biss. Okay. Lecker wert. Oh ja, ihr hämmert ihn richtig rein. Voll easy mit der Zeit hier alles. Und so ein bisschen Animation für den Part, warum nicht? Ganz am Anfang sogar. Blattwerk! Jetzt alle! Auf ihn mit Gebrüll! Ich finde diesen Kerzenständer auf seinen Kopf so lustig. Ja, wie oft will er mich denn noch angreifen? Lol. Ich glaube, das Pokémon habe ich sogar noch nicht. Und los! Ab mit dir in den Wald! Yeah! Und rein da! Und der ist gefangen. Gar kein Problem. Und wieder haben wir Bonbons gefarmt. Das ist gut. Die werden wir erst viel später verwenden, wenn das Leveln schwieriger ist. Hier oben befindet sich eine die Lichtkanone. Ist auch nicht die beste jetzt, aber naja. Hier ist übrigens eine kleine Höhle, die führt uns direkt zu einem weiteren Item. EP-Bonbons XS. Oha! Was ist das denn für ein Pokémon? Warum leuchtet es so?
Terra-Kristallisierung. Wilde Terra-Kristall-Pokémon fangen. Terra-kristallisierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erst ihre KP verringern und zu ihrer Terra-Kristallisierung auflösen. Na gut. In dem Fall Blattwerk. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Easy. Aua, es ist ja K.O. Ich wollte eigentlich den Ball einsetzen, aber ne. Die falschen Knöpfe gedrückt. Alle haben einen Levelaufstieg gemacht. Sehr geil. Diebeskuss? Wer will jetzt Diebeskuss erlernen? Diebeskuss, was kann das? Der Anwender stiehlt dem Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens. Konfusion. Verwirrt. Schlaf. Mentaler Schaden, ja? Das senkt den Angriffswert, also ich würde mal sagen, das ist ja sein Typ hier. Dann sollten wir auch diese Attacke nutzen. Ist alles so ein bisschen psychomäßig. Fluffeluffhaar. Sehr geil. Der Supertrank. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne Leuchten eingehen, was wir sehen, nur um Terra-Kristall-Battle zu machen. Stattdessen wollen wir jetzt noch ein Pokémon fangen, was wir noch nicht haben. Das mache ich aber immer schnell aufgehen. Wir begeben uns gleich zur südlichen Zone 3, doch vorher ist hier ein weiterer kleiner, wie heißen die nochmal? Ich gucke es nochmal im Beutel nach. Ein Gierspenst, genau. Das sind die Pokémon, die es nur in Schatztruhen gibt und jetzt, will ich seine Münze. Hey, Game Freak, wie assi ist das? Wir haben eine Gierspenstmünze. Sehr geil. Und inzwischen können wir auch auf Miraidon reiten. Was ist das eigentlich für ein Vogel? Ist das ein Shiny oder... Haben den schon gefangen, oder? Nein, das ist ein Shiny, oder? Das sind diese blauen Vögel. Der sieht so komisch aus. Ich will ihn fangen. Ja, wir haben den schon gefangen. Oh. Da ist eigentlich... Weiße Muss in einem Auge. Ich glaube, dass ich bin mir nicht sicher. Hier warme Schad unten. Ja, Vogel. Also kann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir haben eine Mission. Wir müssen... Hier, wie heißt sie? Kann man seine Missionsziele irgendwie... Nee, genau. Ich glaube,
Die drei Missionsziele sind ungefähr. Finde den Herrscher. Genau, das sind Peppers Ziele, genau. Finde den Herrscher der Steinklippe. Unbestätigte Informationen zum Herrscher der Steinklippe. Ein eher ungefährliches Pokémon. Augenzeugen zufolge soll sich in der südlichen Zone 3 ein riesiger Felsen bewegt haben. Weist dort ein Felsen Augen auf, so könnte es sich um den auf Beute lauernden Herrscher handeln. Dann gehen wir dem Ganzen doch mal auf den Grund, oder? Wir reiten auf Koraido und dann geht es los. Und da schon der erste Pokémon kam, obwohl in diesem Part nicht der allererste. Ich habe euch ja schon ein paar gezeigt. Auf dem Weg hierher. Blattwerk, ein bestimmtes Telefonat werdet ihr nicht haben. Hat die Catcher-Karte wieder nicht hergegeben. Peppa hat nämlich angerufen, ob wir noch auf dem richtigen Pfad sind. War es nicht so weltbewegend, aber ich wollte es euch gesagt haben. Nicht, dass da die Frage aufkommt. Ja, wo bleibt denn sein Anruf? Nee, der war da. Nur die Catcher-Card wollte die Aufnahmen nicht laden und dann hat sich das schon alles erledigt. Und wie ich jetzt gehört habe, kann man die Shinies doch auf der Oberwelt sehen. Das Gerücht ist also falsch, dass es nicht geht. Ein federleichter Stein, der das Gewicht des Trägers verringert. Okay. Oh, eine TM. Rechte Hand. Okay. Sehr geil. Oh. Sammelt immer schon das Glitzer auf. Dann habt ihr auf jeden Fall genug Ausrüstung. Zeig mir, ob du stark genug für mich bist. Okay. Ich habe einem meiner Pokémon ein mächtig starkes Item gegeben, damit es zu mir passt. Denn ich bin ein mächtig starker Trainer. Okay, du starker Trainer. Zeig mir, was du kannst. Angestellter Connor fordert dich heraus. Hochmut kommt vor dem Fall. Level 17, ja? Okay. Dann kommt erstmal das Blattwerk. Er hortet, ja? Und seine Verteidigung steigt. Sogar die Spezialverteidigung. Na gut. Weiter geht's. Oh. Er ist ja gleich stark, fast reingehauen, richtig hier. Aber jetzt ruckzuck gibt er, erledigen wir das. Der Noob war doch nur ein Pokémon. Ha! Levelaufstieg! Oh, er hat 2 sogar! Dann wechseln wir mal auf unser stärkstes. Datri! Los, Datri! Ab in den Kampf mit dir! Mehikel wird in den Kampf geschickt. Ah, ein Pflanzen-Pokémon. Pixar. Alter, dieses Datri, ne? Aber es hört nicht auf uns, weil wir noch keinen Orden haben. Das ist bei den Pokémon dann normal, wenn sie zu stark sind. Aber dafür ist es stark. Wenn hier einer overpowered ist, dann wir. Ich finde, der Trainer ist auch knackig. Hätten wir den Vogel nicht, dann, ja, er kann sich heilen. Aber das war ja süß erwärmlich. Wie wenig er sich geheilt hat. Das war noch gerade mal 10%. Ha! Gewonnen.
Ach, herrje. Du bist so mächtig stark, dass weder ich noch mein Neidermiss mit dir aufnehmen können. Wow, wie viel haben wir gewonnen? LOL! Oben ist bestimmt noch was. Ich will nicht kämpfen! Und ich muss. Das Pokémon werden wir mal eben mit Leichtigkeit zerstören. Bis reicht, glaube ich, auch schon. Ah, er überlebt. Stark. Wieder einmal. Shinox wurde besiegt. Und Dartri ist Level 21. Er muss eine neue Attacke erlernen. Akrobatik. Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. Oh yeah, Offenlegung. Offenlegung, Dreschflegel. Wir brauchen keinen Dreschflegel. Offenlegung dagegen schon. Das wäre noch nützlich für den Anfang. Shinox-Zahn. Oh, ein Pokémon, was wir, glaube ich, noch nicht haben. Sieht aber süß aus. Wer bist du denn? Ein Leufeo. Level 19. Na gut. Schwächen wir es zuerst mit einem Biss. Ist das sogar stärker als wir. Insgesamt müssen wir schwächen. Er ist zu gelähmt von unserem Biss. Jetzt fangen wir. Wir nehmen einen normalen Pokéball. Yes! Leufeo wurde gefangen und ja. Leo wäre, glaube ich, der richtige Name für ihn. Hefe versucht, Kulleraugen zu erlernen. Was ist das denn für eine Attacke? Kulleraugen? Bei dieser. Ach, okay, das Pokémon ist eh so ein Feen-Pokémon. Dann ist das ganz gut. Bei dieser Erstschlagattacke erobert der Anwender das Herz des Zieles, indem er es mit Kulleraugen ansieht und senkt dabei dessen Angriffswerk. Ja, aber. Oh. Gegen Verteidigung austauschen, komm. Damit wir was im Set haben, was zu seinem. Ja, zu seinen Werten passt. Zu seinem Wesen. Leufeo wird im Pokédex eingetragen. Als Junges lernt es die Jagd vom weiblichen Pyroleo. Sobald es herangewachsen ist, verlässt es das Rudel, um auf einem Pfoten zu stehen, wie wir gerade gesehen haben. Erstmal in die Box rein. Let's go! Oha! Wollen wir springen? Ob wir das überleben? Ich bin mir nicht ganz. Oh. Leute. Let's go, Digga. Das haben wir auch noch nicht. Der Zengo. Komm, die fange ich direkt mal ein. Als ob! Gönn mir doch mal! Gönn mir! Ja! Richtig! Als ob! Mach doch gleich! Als ob, Alter! Er macht seinen Angriff noch stärker! Junge! Das ist overpowered! Wir wechseln direkt das Pokémon, Alter! OMG in dem 22er-Jahr! Mal gucken, was du dazu zu sagen hast! Die schweren Geschütze werden uns gefahren. Und Zengo haut wieder rein.
Aber wir sind jetzt gewappnet. Oh, er brennt. Sehr gut, Datrin. Mensch, Datrin. Du hast mir Feuerattacken. Okay. Ich würde sagen, nur den Ruck zu kicken. Ja. Er stärkt nochmal seinen Angriff. Richtig. Ist schon ein halbes Lege hier. Gefühlt. Als ob! Komm, jetzt ruck zu keep. Warum, Datri? Warum? Mit dem nächsten Angriff hat er mein Datri zerstört. Oh, bitte komm, Ball werfen jetzt, komm. Oh, und das Pokémon da hinten, ich will es auffangen. Bitte, wenn es verpufft, ne? Dann muss ich gleich weg. Nein, es ist noch da. Also wenn das euch noch da ist, ne? Ich glaube, Sengo kommt erstmal ins Team rein. Oh, wie viele Level sie aufgestiegen sind. Aber wenn man gegen ein starkes Pokémon kämpft, dann ist gut. Schaufler! Ja, Mann. Schaufler. Ja gut, gegen Huxokeep kann man das gerne umtauschen. Es war nicht gerade sein Typ, aber sein Wesen, aber egal. Das ist ein Aussetzer. Attackenaussetzer oder was? Die zuletzt eingesetzte Attacke des Zieles wird für 4 Runden blockiert. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Gegen Kratzfurie, komm. Dieses Pokémon ist der Erzfeind von Vipites. Begegnet es ihm, fährt es unverzüglich die Klauen an den Vorderbeinen aus, um es einzuschüchtern. Nee, Sengo ist schon okay so. In mein Team. Pam behalten wir noch. Das ist Elektro. Hefel. Eigentlich will ich ja Entwicklungen sehen. Also tauschen wir mal gegen unseren Datri aus. Datri nehmen wir wieder später ins Team, oder? Weil ich will, dass die anderen sich entwickeln. Und kann die später noch hochleveln. Wie auch Anton. Kriegt dann nachher noch eine geile Form. Na gut, dann machst du Pause, Datri. Und Sengo kommt ins Team. Und das Pokémon ist noch da. Yeah. Ja, wir sind am Arsch. Daher ist erstmal eine Heilung. Und ich denke mal, das wird der letzte Kampf sein, den ihr jetzt seht. Den Rest werde ich offcam machen, weil wir müssen so ein bisschen ziehen. Ein Part wird sonst verloren. Es gibt jetzt einen fetten Biss in der Hoffnung, er stirbt nicht. Ja. Auf mich hat es keine Wirkung, weil wir Pflanzen-Pokémon sind. Ha! Aber dich werden wir trotzdem noch fangen. Mehikel. Jetzt mit diesem Pokéball. Mehikel wurde gefangen. Oh, wir erlernen eine neue Attacke. Bitte eine Pflanzenpartacke. Oh ja, Samenbombe. Dann wird es Zeit für den Rückzughieb zu weichen und die Samenbomben einzuweihen. Endlich eine zweite Pflanzenattacke. Sehr, sehr nice.
Bis vor kurzem ritten die in den Bergen lebenden Menschen auf dem Rücken dieses Pokémon, um sich auf den Bergpfaden fortzubewegen. Bis die neuen Pokémon kamen. Nein, und es kommt auch erstmal in eine Box. Das hat bestimmt auch wieder zwei Entwicklungen und jetzt geht es los zum Missionsziel. Jetzt haben wir hier noch den Supertrank ein. Oha. Wir werden mal eben das Pokémon einsammeln. Wanderer sind extrem beliebig. Ich habe gehört, dass man als Wanderer richtig beliebt ist. Wanderin Lina fordert dich heraus. Und setzt Tentak rein. Doch wir kommen mit Sengo daher. Dann gibt es jetzt erstmal Metallklaue. Wow. Ihr habt uns auch noch verfehlt. Zornklinge gibt es jetzt. Bam! Also, Sengo ist jemand, der richtig austeilt. Der Weg zur Beliebtheit ist steil wie ein Berg. Wir gewinnen so viel Geld hier. Auf geht's zur Mission. Hypertrank gefunden. Nicht schlecht. Ich nehme noch mit, wo du mich schon so auf den Weg in den Weg läufst. Warum nicht? Frag uns, ja? Metallklaue erstmal zur Begrüßung. Das hat er nicht gejuckt. Als ob er sich vergräbt. Na gut, taktisch müssen wir jetzt ein Flug-Pokémon nehmen. Haben wir aber nicht. Klauenwetter. Das ist das Beste, was wir jetzt machen können in der Situation. Das hat er gut gemacht. Doch jetzt kommt die Zornklinge. Oh! Nicht so geil. Nochmal Zornklinge. Das könnten wir fangen. Na dann. Ey, Digga, du hast zu wenig KP, Junge. Er macht unseren Sengo noch tot, das darf nicht passieren. Ey, das wird nicht passieren, nicht von so einem Schweinchen. Nicht bei Pepperwoods. Als ob der einfach aus dem Ball gefallen ist hier. Geht doch. Und wir leveln richtig ordentlich. Eine Attacke durch Knuddler ersetzen. Deshalb will ich wissen, was Knuddler überhaupt kann. Den Angriffswert des Zieles senken. Brauchen wir nicht. Weg damit. Kein Name und erstmal in die Teambox. Seine glatte glänzende Haut ist ein ganzer Stolz. Über die Spitze seines Schwanzes setzt es einen konzentrierten Duft frei. Wir haben auch noch drei andere Pokémon gerade off-cam irgendwie gefangen. Weil ich es nun nicht wirklich Bock habe, jeden einzelnen Kampf aufzuzeichnen. Ein Superball, ja? Wir sind fast da. Den Trainer möchte ich noch mitnehmen. Oh nein, meine Hausaufgaben! Was ist das? Der Ball ist... Er schwebt in der Luft. Wo ist der Trainer hin?
Ich habe meine Hausaufgaben ganz vergessen. Wenn ich gewinne, schreibe ich sie dir ab, okay? Ja? Wenn du gewinnst. Lern lieber, mein Freund. Als ob. Wenn man zu nah an den NPCs ist, dann verschwinden sie. Aber auch die Pokémon verschwinden, wenn wir jetzt auf unserem Pokémon reiten und zu nah an einer Wand sind, verschwindet es auch, ist unsichtbar. LOL. Das Spiel ist zu buggy, Leute. Metallklaue. Dream Over, okay. Unser Angriff wurde zwar gesenkt, doch egal. Wir beenden das jetzt. Es ist so geil, wie die Pokémon einfach durch das Bild laufen. Heftig. Oh nein. Wir sind ja gar nicht in derselben Klasse. Tja, dein Pech. Ich möchte jetzt zu meinem Missionsziel. Wir haben genug rumgeturtelt. Immer abseits des Weges hier. Hier muss irgendwo das legendäre Pokémon-Klippe sein. Feuerheiler, ne? Und vielleicht gibt es ja noch irgendwo ein Shiny. Wer weiß das schon? Eiszahn! Südliche Zone 3. Da unten sehe ich auch noch ein Item. Oh, und da unten ist noch ein anderes Item, aber da möchte ich jetzt nicht hin. Da ist auch ein Trainer. Als ob!
eine Schatzsuche ist was Tolles. Bist du etwa auf Schatzsuche? Das habe ich früher auch mal gern gemacht. Und jetzt will ich gegen dich kämpfen, mein hübscher Model Veronika fordert dich heraus. Oh, hübsches Pokémon. Ist das neu? Der Clownbetter. Und jetzt gibt es einmal die Metallklaue und das war's für dich. So, wie muss sie sein, wenn sie sich anzieht so? Gab's wenig EP, war auch ein schwaches Pokémon. Ach, die Jugend. Es gibt wenigstens Geld dafür. So. So, wir nehmen jetzt nochmal wichtige Items mit. Hier ist ein Megablock. Gegengift. Oh, es regnet. Und es ist Nacht. Wir springen runter, südliche Zone 3. Hier scheinen sehr viele von diesen Klippes zu sein und haben wir schon gegen den da gekämpft? Nein, dann komm. Mir fallen einfach keine guten Songideen ein. Ich brauche dringend einen Funken Inspiration, bei dem Regen kein Problem. Musikerin Jasmin fordert dich heraus. Oh, das kleine Baby weint. Das Pokémon kennen wir auch, den Toxer. Oh, bitte vergift uns nicht. Paralyse. Wir nehmen ein Pflanzen-Pokémon. Wir sind hier eindeutig im Vorteil, wenn es regnet. Pflanzen doch Wasser aufnehmen. Jetzt gibt's erstmal eine Samenbombe. Und gewonnen. Das war die Inspiration, die mir gefehlt hat.